So, hallo zusammen, hier bin ich nochmal am Steinhuder Meer. Diesmal an der Nordostseite von Mardorf aus Richtung Totes Moor. Und hier gibt es einen ganz netten Aussichtsturm, von wo aus man einen sehr schönen Blick auf das Naturschutzgebiet Ostufer hat. Und ja, mal schauen, was wir da gleich finden werden. Im Hintergrund seht ihr schon den Aussichtsturm, der direkt am Wasser steht. Leider ist das Licht gerade relativ unglücklich, ja, weil ich halt Gegenlicht habe. Also die Tageszeit, es ist jetzt Nachmittag, ist halt dafür relativ schlecht geeignet. Aber ich bin nun gerade sowieso hier vorbeigefahren und dachte ich halt einfach mal an. Mal schauen, was bei rauskommt. So, jetzt bin ich hier am Aussichtsturm auf der unteren Plattform, weil ich persönlich die immer schöner finde. Weil wenn man denn Motive findet, irgendwelche Reiher zum Beispiel, ist es halt schöner, die nicht von oben herab zu fotografieren. Das sieht immer so unnatürlich aus. Und ich hatte eben schon Glück. Leider waren hier eben zu viele Leute. Und ja, dann kann man immer so schlecht irgendwie nebenbei noch das Video sprechen, weil immer irgendeiner was wissen will, was ich denn hier mache. Ihr kennt das wahrscheinlich. So wie man ein etwas größeres Objektiv auspackt, fragt immer jeder, was ist da, ne, was machen Sie und so weiter. Ihr kennt das. Naja, auf jeden Fall eben am Ostufer hatte ich sehr viel Glück. Der Seeadler flog direkt am Ufer lang. Er war ein bisschen weit weg, aber die Bilder zeige ich euch. Und ja, ansonsten direkt hier im Schilf sind diverse Silberreiher gewesen. Und die fliegen hier auch immer noch ständig hin und her. Ich wechsle mal kurz die Seite und zeige euch mal die andere Seite. Kleinen Moment. So, das ist das Ostufer. Auf der Seite waren dann halt vorhin ganz viele Silberreiher und auch Graureiher, die hier vorne auf dem Eis noch gelandet sind, weil momentan ist das Steinhuder Meer immer noch zum größten Teil zugefroren und gibt halt nur relativ wenig eisfreie Flächen. Die Bilder zeige ich euch jetzt. So, kurze Unterbrechung gehabt. Ja, das Übliche, kurz mal gefragt und so weiter. Ihr kennt das, wie gesagt. So, jetzt zeige ich euch nochmal das komplette Ufer. Und zwar hier vorne direkt am Aussichtsturm ist das Wasser jetzt mittlerweile nicht mehr gefroren, wie ihr seht. Und genau hier vorne ragen ja relativ viele Äste direkt über das Wasser. Und der Eisvogel ist relativ oft hier. Heute habe ich kein Glück gehabt. Also bisher hatte ich generell noch nicht richtig Glück, den Eisvogel irgendwie mal vernünftig fotografieren zu können. Das ist auf jeden Fall eins meiner großen Ziele dieses Jahr, das vernünftig hinzubekommen. Lasst euch überraschen, vielleicht klappt das ja demnächst dann nochmal. So, ich schwenke mal weiter. Da hinten fängt dann die Schilfzone an. Und das Ganze gehört schon zum Schutzgebiet Ostufer Steinhuder Meer oder Steinhuder Meer Ostufer. Und direkt dahinter beginnt das Moor. Da nehme ich euch bestimmt auch noch mal mit hin. Und da gibt es zu jeder Jahreszeit eigentlich immer tolle Motive, ob das nun Wollgras im Herbst ist oder die mit Tau bedeckten Spinnweben im Herbst, ne, oder auch im Frühjahr, wenn das erste Grün wieder durchkommt. Also das Moor ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert. So, ich schwenke noch mal ein Stück weiter, dann seht ihr das komplette Ufer. Hier vorne seht ihr dann auch die Treppe, die auf die obere Plattform vom Turm geht. Wie gesagt, da bin ich eher selten. So, ich schwenke noch mal weiter rum. Da vorne ist eine kleine Schilfzone, wo man im Sommer immer sehr viel Reiher sehen kann. So, und wenn ich noch weiter schwenke, dann seht ihr, dass die Sonne jetzt auch bald untergeht, beziehungsweise schon ziemlich tief steht.
Und auf dieser Seite ist das Nordufer. Und da befindet sich der Ort Mardorf zum Beispiel. Das ist so einer der Touristen-Hotspots hier. Und ja, kann man im Sommer zwar mal hinfahren, um Fotos zu machen, aber bitte nicht am Wochenende, weil da ist so viel los. Also das lohnt sich definitiv überhaupt nicht. So, da heute nicht ganz so viele Motive waren. Ich meine, es waren zwar ein paar ganz nette dabei. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, aber ja, es hätte mehr sein können. Aber wie gesagt, dadurch, dass große Stellen halt noch zugefroren sind, sind die meisten Wasservögel halt an den Stellen, wo es halt offen ist. Und das ist auf der anderen Seite in der Regel Richtung Steinhude. Und das Schöne an der ganzen Sache ist natürlich, wenn man hier einfach steht und wartet, findet man auch mal andere Motive. Wie zum Beispiel die Rohrkolben hier vorne, die wunderschön jetzt gerade in der untergehenden Sonne zu sehen sind. Da habe ich eben auch noch mal einige Bilder gemacht, die zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht, wenn man die Augen offen hält, findet man auch andere Motive und nicht nur die, die man halt gerne hätte oder die man gerade sucht. So, mittlerweile spiegelt sich die Sonne auf dem Eis hier. Ich werde allerdings nicht bis zum Sonnenuntergang bleiben, weil Sonnenuntergangsbilder habe ich eigentlich genug vom Steinhuder Meer. Und deswegen zeige ich euch jetzt nochmal die Bilder, die heute entstanden sind, und schaut sie euch an. So, auch diese Fototour geht langsam dem Ende zu. Wie gesagt, bis zum Sonnenuntergang werde ich nicht bleiben, und es kommen auch schon wieder Leute vorbei. Und bevor ich gleich die nächsten Fragen beantworten muss, packe ich jetzt langsam mal zusammen und mache mich dann auf den Weg nach Hause, um euch das Video aufzubereiten und die Bilder zu bearbeiten. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wohin es dann geht, kann ich noch nicht sagen. Das ergibt sich halt je nachdem, wie das Wetter ist und was für Motive so anliegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin erstmal.